wie sich unsere LKW-Kennzeichen zusammensetzen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir erklären, was für eine Bedeutung unsere Kennzeichen haben. Und zwar haben wir immer WW, EN und dann eine Zahl dahinter. Klar, hat ja auch jeder natürlich Buchstabe bzw. Kreis mit der Mitte zwei Buchstaben, hinten 1 bis 4 Zahlen. Aber wir wählen die nicht willkürlich aus, sondern wir haben da eine Bedeutung. WW steht für Westerwald, wo wir herkommen. Und meine Großeltern schon hatten sich dafür entschieden, anstatt hier irgendwie HB für Helmut Baldus oder was weiß ich zu machen, EN zu nehmen für Enspel, weil das einfach der Ort ist, wo wir herkommen. Und das ist eigentlich ganz cool. Wir haben hier in dem Sinn das Europazeichen, wir haben hier Deutschland, wir haben hier Westerwald, wir haben hier Enspel und haben somit unsere ganze Herkunft auf dem Kennzeichen verkörpert. Die Zahl hier hinten hat auch eine Bedeutung. Und zwar haben wir uns überlegt, dass es eigentlich ziemlich blöd ist, auf die LKWs irgendwelche Nummern drauf zu kleben. Also so wie manche, die dann da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 auf der Seite stehen haben. Und wir haben sozusagen in dem Sinn die ersten beiden Zahlen die LKW-Nummer. Also beispielsweise ist das LKW 41, 4101. Wir hatten vorher einen 4100, der ist abgemeldet worden und jetzt setzen wir einfach die Reihe fort 4101. Das heißt, wir können theoretisch 99 mal einen LKW wechseln in dem Sinne und haben immer hier diese Nummer. Das ist ganz praktisch, da können wir mit dem Kennzeichen sozusagen ganz smart verzeichnet sehen, was für eine LKW-Nummer das ist und das ist eigentlich ganz cool. Wenn du ein Kennzeichen mit Bedeutung hast, dann schreib das doch einfach mal in die Kommentare, was du für ein Kennzeichen hast, was es bedeutet oder wie dein Chef oder wie du als Chef die Kennzeichen vergibst. Das interessiert uns, schalt auch beim nächsten Mal wieder ein, mach's gut.